Herzlich willkommen zur 250. Montagsdemo! Ja, keine Angst, das war nur der Soundcheck. Wir hören nachher nochmal den Lenkungskreis Chess. 250 Mal Montagsdemo. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es schlicht unglaublich, was wir hier alles in den letzten 5 Jahren gemeinsam erlebt haben. Was waren das für Montagsdemonstrationen? Kleine Montagsdemonstrationen, große Montagsdemonstrationen, laute, leise, kalte, warme, bunte, dunkle, graue, schlechte Montagsdemo, gute Montagsdemo, brave und freche, zornige und freudige, wie heute zum 250. Jubiläum dieser einmaligen Bewegung in Deutschland. 250 Mal hingestanden. Fortsetzung folgt. Nach 250 Mal sollte es ja eigentlich klar sein, aber trotz aller unterschiedlichen Montagsdemos sage ich es nochmal. Denn eins war immer allen Montagsdemos gemein: unsere Ankündigung, wir kommen wieder, und unser Motto, Köpfchen zeigen, oben bleiben! Ja, oben bleiben. Ich weiß nicht, aber fast unglaublicher wie unsere 250 Montagsdemos finde ich es, dass die Bahn AG immer noch Stuttgart 21 baut. Trotz aller Pleiten, Pech und Pen. Erst war es Hanni Aaser, dann Stefan Penn, dann erst Drexler und jetzt Dietrich. Die Tunnelparteien werden immer kopfloser und das sieht man an ihren Fehlplanungen überall und an allen Ecken und Enden. Und es bleibt Fakt, Stuttgart 21 ist weder fertig geplant, fertig genehmigt, fertig finanziert und noch lange nicht gebaut. Und deswegen kommen wir jeden Montag wieder hier zur Montagsdemo. Für alle, denen es jetzt vielleicht immer noch nicht warm ums Herzen ist, bei dieser, ich weiß jetzt nicht wie viel Tausend, ich kann es gar nicht sehen mit den Plakaten, bei dieser Anzahl von Menschen, denen empfehle ich, es gibt hinten beim Übertragungswagen noch irgendwo Suppe und ihr könnt euch aufwärmen, vielleicht auch schon für morgen. Denn neben der Montagsdemonstration morgen gibt es wieder das Blockadefrühstück, auch eine gute Gelegenheit, hier unseren Widerstand gegen das schwachsinnige Tunnelprojekt Stuttgart 21 zu zeigen. Und ich freue mich, bevor ich zu unserem ersten Redner komme, noch eine Ankündigung zu machen. Neben Montagsdemos, Blockaden, haben wir auch vieles probiert, wie zum Beispiel Bürgerbegehren. Und jetzt ist es soweit, das grüne Bürgerbegehren, das Storno 21 Bürgerbegehren ist beim Endspurt. Wir haben die 20.000 Unterschriften zusammen und es gilt jetzt noch, alle angefangenen Listen, die im Umlauf sind, machen Sie sie fertig, geben Sie so schnell wie möglich ab und vor allem sammeln Sie für das blaue Bürgerbegehren noch die letzten Unterschriften, die uns fehlen, damit wir im nächsten Jahr Stuttgart 21 gleich zweimal auf die Tagesordnung des Gemeinderates hier in Stuttgart setzen können. Helfen Sie mit! Zu unserem Widerstand gehört auch die unglaubliche Sachkompetenz, mit der wir unsere Argumente vortragen. Und wer könnte das besser machen wie unser nächster Redner? Er steht für die Sachkompetenz in Person. Ich begrüße hier auf der Bühne den ehemaligen Bahnhofsvorsteher Egon Hopfensitz. Ja.